herzlich willkommen zu einem neuen Tutorial in der Unreal Engine 5. Heute schauen wir uns den Event Dispatcher an und was der so bringt. Ja? Also wir sind wieder im Third Person Template und hier der Third Person Character Blueprint. Da klicken wir mal doppelt drauf. Genau, und erstellen einen Event Dispatcher hier unten links. An alle, die mich hören. So, der Event Dispatcher, den können wir hier reinziehen. Und er hat verschiedene Funktionen und auf die zwei konzentrieren wir uns heute. Einmal den Call und den Bind. Nehmen wir mal den Call und ziehen auch gleichzeitig den Bind. Nicht zweimal den Call, sondern den Bind, genau. Also der Event Dispatcher ist wieder eine Blueprint-Kommunikation zwischen zwei Blueprints. Und in dem Fall ist der Call der Sender und Bind der Empfänger. Ja? Genau, also wir wissen ja im letzten Video, wie man Custom Events erstellt. Wir erstellen uns mal ein Custom Event. Custom, das ist mein Event. So, und können quasi diesen Event mit dem hier verbinden. Ja? Und ziehen auch hier den Pin raus und schreiben PrintString. Ja, PrintString. Und hallo, ich grüße dich. Ja. Spaß halber. So, und dieser Call, den können wir auch von überall aufrufen, ja? Nicht überall, den können wir nur aufrufen, indem der quasi der Event Dispatcher erstellt wurde. Also das ist genau das Gegenteil. Und schreiben wir hin 1 Keyboard, ja? Mit dem 1 Keyboard wird er dann ausgerufen, ja? So, compilen wir und schauen uns erstmal an. Hier müssen wir noch ein Begin Play, damit der überhaupt aktiviert wird. Das ist aber nicht weiter tragisch. So, jetzt haben wir Folgendes. Wir haben ein Call-Event, der sagt, hallo, hört irgendjemand mich? Und dann sagt der hier, ja, ich bin hier, was soll ich machen? Hier, du machst diesen Event und dieser Event spuckt dann quasi diesen Satz aus. Ja? Und compilen und auf Play. Und sobald wir auf die 1 drücken, müsste die Nachricht erscheinen. Ja, die erscheint. Also die Kommunikation funktioniert schon mal. Jetzt macht es ja hier so keinen Sinn. Ich möchte, dass dieser Event hier in einem anderen Blueprint gestartet wird. Also markieren wir mal alle und Steuerung X. Und öffnen mal unseren Level Blueprint. Open Level Blueprint hier. So, Steuerung V. Jetzt haben wir alles rein eingefügt, aber wir wollen das jetzt nochmal, es gibt einen Fehlermeldung, löschen wir das erst einmal, ja. Löschen wir das erst einmal. Und callen erst einmal, ja. Also, wir sind jetzt im Level Blueprint. Jetzt wollen wir von 0 auf unseren Event Dispatcher aufrufen. Da klickt ihr auf die rechte Maustaste und schreibt hier hin, wie war der Name vom Event Dispatcher? An alle, die mich hören, ja. Rechte Maustaste und schreiben hier hin, an alle, die mich hören, ja. Hier gibt es zwar ein Event, aber nicht die Bind-Operation vom Event Dispatcher. Deswegen dürft ihr das nicht verwechseln. Wie ihr den findet, ist, ihr müsst alle Blueprints suchen, ja. Und dann tut ihr das auf False und dann habt ihr schon viel mehr Möglichkeiten. Und schreiben wir das Ganze mal aus, an alle, die mich hören. So, jetzt haben wir das Ganze auch. An alle, die mich hören. Jetzt haben wir hier Assign, Bind, Call, Unbind, All Events. Ja? Wir wollen ja quasi aufrufen. Call war ja der Sender. Wir wollen die Nachricht empfangen. Ja. So, und dazu gehen wir hier hin. Bind Event to an alle, die mich hören. Ja, jetzt haben wir schon den Empfänger. Den Empfänger hat mir ja aktiviert mit Begin Play. Ja? Begin Play. Ja. Verbinden wir das Ganze. Jetzt erstellen wir uns einen neuen Custom Event. Custom Event. Hallo. Ja. So. Und schreiben wir hin PrintString. Hier bin ich. Bin ich was nun? Ja. So. Jetzt compilen wir und sehen einen Error. Warum? Weil wir hier noch ein Objekt brauchen.
im Character Blueprint bräuchten wir diesen Objekt nicht. Warum? Weil der Call quasi von dem eigenen Blueprint referenziert wurde. Also der Bind, ja. Deswegen hat man auch hier Self hat genügt. Aber wir wollen ja, der Call kommt ja von diesem Third-Person-Character. Also muss er auch wissen, dass es auch vom Objekt Third-Person-Character ist. Wie machen wir das mit dem Cast-to-Node? Können wir das zum Beispiel machen? Cast-to-Third-Person-Character. Ja? So, da haben wir es schon. So, verbinden hier diese zwei Pins. Und ganz wichtig, das hier damit. Und der Objekttyp ist GetPlayerCharacter. Ja? GetPlayerCharacter, das haben wir in anderen Videos auch schon gelernt. So, jetzt müsste es funktionieren. Jetzt compilen wir. Was haben wir jetzt getan? Also, was passiert, wenn wir die 1 drücken? Dann wird dieser Node ausgeführt und dann empfängt dieser Node und spuckt dann quasi diese Nachricht aus. So. Ja. Super. Ja. Also wir haben die Kommunikation erstellt. So, jetzt fragt ihr euch, ja, was soll das Ganze? Wir hätten das auch mit Cast-to-Nodes oder mit Direktreferenzen erstellen können. Warum dieser ganze Aufwand? Der entscheidende Vorteil bei Event-Dispatcher ist, dass er bei Empfängern überall ausgeführt wird, sobald der Event-Dispatcher quasi empfangen wird, sobald er gebindet wird, quasi hier. Sobald dieser Bind in irgendeinem Blueprint erstellt wird, sei es jetzt irgendeine Klasse, wird der ausgeführt. So, das können wir mal spontan zeigen. Also, wir erstellen uns mal hier einen anderen Blueprint, ja, mit einem Lichtkomponente. Ja. Markieren beide, gehen auf Blueprints, Convert Selection to Blueprint Object Ding und BP Licht. Ja. So, BP Licht. Jetzt haben wir hier ein Licht. Jetzt wollen wir Folgendes: Sobald Call an alle, die mich hören, bindet, soll dieses Licht hier ausgehen. Jetzt gehen wir in den Event Graph. Ja. So, und jetzt wissen wir ja, rechte Maustaste, context-sensitive und an alle, die mich hören. So, da ist es schon. Bind Event to an alle, die mich hören. Ja. Und begin play, das hatten wir auch schon gehabt. Custom Event, ja. Licht an. Aus. Und dann verbinden wir diese beiden Events und schreiben hier hin Toggle Visibility. Hier dann ziehen wir diese Lichtkomponente raus und schreiben hier hin Toggle Visibility. Ja, Toggle Visibility ist, das Licht geht an und aus bei jedem Ausführen des Nodes. Ja? Das ist ein abwechselnd an, aus, also die Visibility, die Sichtbarkeit. So. Das müsste funktionieren. Nein, warum nicht? Weil wir noch ein Objekt brauchen, wie immer. Und dann schreiben wir hier hin, cast to third person character. Ja, to third person character, BP third person character. Verbinden hier diese beiden Nodes, verbinden das in Objekttyp und schreiben hier hin, get player character. Ja. So, jetzt haben wir was Neues. Also wir rufen einmal im Level Blueprint diesen Event Dispatcher aus und einmal im BP Licht, ja. So, und dann können wir so viele Instanzen wie möglich erstellen, ja. Und gehen hier auf Ding und das Licht geht an und aus und quasi der Print String wird ausgegeben. Ja, das hätte man auch machen können mit einer Objektvariable und einem Array. Und einzeln auswählen können. Das stimmt. Aber was ihr nicht machen könnt, ist einmal die Flexibilität an alle Blueprints diese Befehl ausgeben. Und eine andere Flexibilität ist, dass wir zum Beispiel in jedem Blueprint, dass dieser Event Dispatcher also vorhanden ist, der wird ausgeführt. Das heißt, ihr braucht keine Referenzen zu erstellen. Der Event Dispatcher übernimmt das quasi. Ja. Ihr könntet sogar hier verschiedene Blueprints erstellen, ja. Steuerung D, ja.
und könntet sagen, zum Beispiel, dass der nicht irgendwie das Licht ausgeht, sondern dass zum Beispiel die Physik aktiviert wird. Ja. Dann gehen wir raus und schreiben wir hin, ziehen diesen Mesh rein. Set Simulate Physics und ticken hier, ja. Das ist BP Licht 1. Und dann ziehen wir nochmal vom BP Licht 1 hier rein, ja, damit man sieht auch. So. Und gehen auf Play. Und sobald wir die 1 drücken, wird alles aktiviert, ja. Ja, also das wird dann quasi, Physics wurde aktiviert, das Licht geht ein und aus und im Viewport steht etwas. Um sowas halt in Variablen zu machen, müsste man bei jedem Blueprint quasi einzelne Variablen erstellen und auch zuordnen. Und das ist viel, viel angenehmer und möglich. Außerdem kann man halt auch auf quasi den Level-Blueprint zugreifen, was man mit anderen Blueprints nicht machen kann. Ja, man kann nicht Level-Blueprint als Variable festlegen. Ja. Und oder Cast-to-Level-Blueprint geht auch so nicht, meines Wissens nach. Also der Event-Dispatcher ist folgendes, ein offizieller Unreal-Tutor, bei dem ich das Video angeschaut habe, ist, der Event-Dispatcher kann man so vorstellen, dass es wie so ein Twitter ist, ja, ein Post gemacht wird an alle, die mich hören und die Empfänger, die Abonnenten quasi, in dem Fall sind das die Abonnenten, also einmal der Level-Blueprint, der BP-Licht oder BP-Licht 1, je nachdem, die alle so ein Bind haben, die Abonnenten, die hören das und die führen dann diese Befehle aus. Das ist der Clou des Event-Dispatcher. Genau, und der wird dann zentral von diesem, ja, Event Dispatcher ausgerufen mit der Tastenkombination 1. So, das war's für heute bezüglich des Event Dispatchers. Wenn ihr Rückfragen habt, gerne in die Kommentare. Ich freue mich jedes Mal mit euch Videos durchzugehen und Themen zu behandeln. Und wenn ihr Fragen habt, gerne in die Kommentare. Like-Button nicht vergessen. Bis dahin, tschüss.